meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Cyberpunk 2077. Pass auf, sonst verschluckst du eine Fliege. So, geht los. Silverhand! Hab hier einen Schuldschein mit deinem Autogramm drauf! Ist das fest? Heute ist dein Glückstag. Oh, danke. Was, um die Kehle zu ölen? Das Übliche. Bitte. Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide werdet nicht mehr... Tja, falsch gehört. Mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Und was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie ficken. Kennen wir uns? Ha? Du weißt, mit wem er gelabert hat. Ich brauche einen Namen. Nur einen. Wünschte, ich könnte mich dran erinnern, ehrlich. Geht das deinem Gedächtnis auf die Sprünge? Na hier, Kann ich euch denn raten? Ja? Was gibt's? Drei Minuten, um aus dem Gebäude rauszukommen, nicht länger. Wie jetzt? Hast du vergessen, wem du den Job gegeben hast? Oder hast du versucht, den Hurensohn zweimal Platz zu machen? Moment mal. Aha. Hast du Rogue gesehen? Heute nicht. Johnny. Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Ist Rogue auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Johnny. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Du verschwendest meine Zeit. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. So sehr, dass er selbst nicht mehr aufgekreuzt ist. Bringt also nichts, hier rumzusitzen.
Immer noch angepisst wegen neulich? Was meinst du, Johnny? Dass du mich angelogen und das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt hast? Oder dass du hinter meinem Rücken drei Frauen gevögelt hast, bevor es mit uns vorbei war? Hör zu, da war was zwischen uns. Aber wir haben jetzt echt keine Zeit für Gefühle. Ich hab's nicht eilig. Neuer Partner? Muss schon sagen, dein legendärer Charme überbewertet. Oder mit dem Alter abgeschlafft. Hast du einen Job für uns, Rockstar? Oder willst du hier nur groß labern? Ich hab einen Job, mehr nicht. Ist dringend. Aber ich hab Knete. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ab. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Dann Mal. Du bist diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Hat mit Arasaka zu tun. Wenn ihr nicht wollt, verstehe ich das. Du wolltest meine Aufmerksamkeit, jetzt hast du sie. Warst du allerdings auf den Freundschaftsrabatt aus, hast du dir gerade ins eigene Knie geschossen. Hey, Konzerne hart rannehmen. Ihr zwei macht das sonst aus Spaß. Aus Spaß, aber nicht umsonst. Das überlassen wir den Rocker Boys. Das Doppelte eurer üblichen Rate. Dreifache. Und du kommst mit. Denn wenn sie dir nicht traut, tue ich's auch nicht. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny! Hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand. Sie werden uns begleiten. Bringst du mich zu alt? Hatte ich mir gedacht. Halt Kontakt! Ich greife an! Wenn wir mit denen fertig sind, werden nicht mal ihre Mütter sie wiedererkennen. Wer auch sonst. Hast ja echt einen großen Fanclub. Halt ihn ab! Tut mir nicht mal leid. Wir werden jetzt erfahren! Ich muss zugeben, ich hab das damit. Ein Heli? Im Ernst? Wen hast du diesmal angeschickt, Johnny? Mach ihn fertig! Sehr gut! Weiter so! Entdeckung! Soldat am Boden!
nachladen. Halt sie auf! Deckung! Fahrstuhl, schnell! Wenn wir mit denen fertig sind, werden nicht mal ihre Mütter sie wiedererkennen. So. Dauert das noch länger? Am Haufen Ärger. Unten werden noch mehr sein. Darauf wette ich. Kommst du? Thompson wartet im Auto. Tod, Konzernratte! Ja? Medienfuzzi. Kennst du mich? Schieß! Wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower. Haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep. Wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Ups. Oh? Oh? Wir machen das direkt vor Arasakas Nase. Und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Erstmal ein Saufen.
eine stahlharte Leber. Noch sind uns keine Zahlen zur genauen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporter-Team ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Thompson, kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Wir verstecken ihn. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech. Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Ja, sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Ergib dich einfach! Wir müssen den Mainframe finden. Und jetzt konzentrieren. Ah! Geile Sache, Alter. Ich habe schwere Verluste! Wir werden jetzt erst warm! Wir nachlädt, Alter. Hammergeil. Mit mir? Na los! Lass mich mal. Dein Spezialarm, ne? Ach, du Scheißteil! Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum ich. 3, 2, 1. Perfekt. Der Typ ist ein verdammter Psycho!
so. Zu spät. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Und was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hey, hörst du mich? Alt. Sie. Alt, komm schon, tu das nicht! Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Den Leuten, die... Ändert nichts. Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck. Hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Wow. Scharf auf den Titel Wichslappen des Jahres? Von was zur Hölle laberst du da? Alt, hast du sie immer wie Dreck behandelt? Hey, lass gefälligst Alt aus dem Spiel. Verdammte Scheiße, lebst du etwa hinterm Mond? Ich hab den verfickten Arasaka Tower für sie platt gemacht. Und ich frag mich, warum? Du hast ihr gesagt, dass dir das alles nichts bedeutet. Du hast sie glauben lassen, dass es dir nur ums Ficken geht. Hast du denn nicht gehört, was sie zu mir gesagt hat? Sie musste mir vor ihrem Abgang noch unbedingt ein Ding reinwürgen. Ich versuche nur, es zu schnallen. Du bist los, um sie zu retten, weil dir doch was an ihr lag? Weil du noch eine Rechnung offen hattest? Oder war es nur ein weiterer Vorwand für Arasaka? Tja. Schon mal dran gedacht, dass sie vielleicht recht hatte? Du hältst zu ihr? Was wird das? Einheit macht stark? Oder so ein Bullshit? Hast dich kein bisschen verändert. Was soll das denn bedeuten? Wenn du zurückschaust, mit allem, was du jetzt weißt. Keine Einsicht? Nein. Aber das hier hat was von einem Déjà-vu. Du bist genauso schlimm wie sie. Kannst nicht kapieren, warum du es nicht einfach gut sein lassen kannst. Weil du eine Wiedervereinigung planst. Du willst Alt um Hilfe bitten. Und Johnny, das ist keine Solo-Show. Hättest mir das mit Alt schon früher stecken können. Warum sollte ich? Hatte keinen Schimmer, wie ich sie finden kann. Und du auch nicht. Zu wissen, nach wem wir suchen, hätte alles eine Ecke einfacher gemacht. Wie soll Alt uns helfen können? Ich habe gesehen, wie sie getötet wurde. Sie ist nicht tot. Sie konnte entkommen. Sie ist frei. Also, für mich sah das so aus, als... Sie ist ins Net geflohen. Laber keinen Scheiß. Hab schon zu viele Storys gehört, in denen Runner sich ins Net-Nimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können.
Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse. Weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt, sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Junge. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie "Lass Arasaka ficken" brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit, durchzubrechen, um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Alts Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Emotion gab's da echt eine Menge. Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engram ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Jenseits gibt es keine Grenzen. Jenseits der Black Wall. Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Also... Du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Hab mein Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Nie vor mir zu helfen, oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Alt?
coming. Jones, Yapataki Network Lab. Was zum Teufel ist hier los? Sie haben unsere BBSs durchbrochen. Wir waren das nicht. Netwatch. Was? Wirklich? Was war das eben? Konntest du sie nicht einfach ausschalten? Netwatch waren diesmal gut vorbereitet. Bestimmt Mosley, der Wichser. Was ist mit Brigitte und den Voodoo Boys? Ich musste sie löschen. Netwatch hat ihre BBS benutzt. Löschen? Soll das heißen, sie sind alle tot? Wir tun die Penner doch nicht etwa leid, oder? Scheiße. Ich habe einen Netwatch-Agenten hergeführt. Der Typ muss mir einen Tracker untergejubelt haben. Er hat einfach heimlich den Virus der Voodoos mit seinem eigenen Tracker ersetzt. So haben sie bestimmt hergefunden. Das ist egal. Das gesamte Subnet wurde zerstört. Alt, du hast uns da rausgeholt. Heißt das, zwischen uns ist alles okay? Keine Probleme? Ich habe deinen Engramm-Code erkannt, aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka-Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt, das ist Wie. Du musst dir das Leben retten. Dieser Chip. Der Relic bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Kann das Drama hier nicht warten? Keine Ahnung, was ich von der KI erwartet habe, aber sicher keinen digitalen Beziehungskrach. Das ist gerade nicht hilfreich. Macht's aber auch nicht schlimmer. Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch, ich habe seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologien. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst Wie. Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Wie maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in deinen Körper ein. Also rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein
Deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt. Aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in ihren Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Johnny beschönigt gerne, falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust ihm nicht. Und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln. Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das Localnet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Halt. Bevor wir gehen, muss ich mit dir reden. Alleine. Nein, das ist nicht möglich. Das nennt man dann wohl Karma. Die Scheißrunner waren selbst schuld. So befriedigend das auch ist. Wir müssen los. Stimmt. Grummelbacke ist ja noch übrig. So, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Wird die Folge nicht so lang wie die letzte Folge. Die letzte Folge ging, glaube ich, fast 2 Stunden. Aber die kann ich euch wärmstens empfehlen. Ach, er hat 19.000 Kohle. Ich mache mal nochmal eine Fluppe. Ja, und für neue Zuschauer, wir zocken das alles über Nvidia GeForce Now. Das ist momentan der stärkste Cloud-Rechner. Da bezahle ich pro Monat knapp 6 Euro. Mehr nicht. Und wir zocken auf Ultra und 60 FPS konstant und mit Retracing. Mhm. Damit werden wir auch Watch Dogs Legion zocken und auch Assassin's Creed Valhalla. Und bei Steam ist gerade ein Sale, der Wintersale bis zum 5. Januar. Diesen Monat habe ich nicht mehr so viel Kohle, aber nächsten Monat ist wieder frisch da. Gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und dann gehen wir hier weiter. Ich mache jetzt natürlich noch weiter. Wir haben heute den 23.12., 3.40 Uhr. Ah, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Bedanke mich für 342 Abonnenten. Die neuen Abonnenten begrüße ich herzlich auf meinem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß und Freude mit meinen Videos. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.